Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mad Max. Und ja, in der letzten Folge haben wir zwar einen Fehler gemacht, weil wir zu Gugards Festung gegangen sind und haben auf jeden Fall auch schon mal den Schwefelsammler geholt. Und wir machen heute in dieser Folge, liebe Freunde, müssen wir, was ist das hier? Schatzbegebung? Nein, Schatzbegebung, nicht Schatzbegebung. Wir brauchen das. Und noch irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr was. Ach, hier ist Schwefel, ne? Okay. Salpeter, Schwefel. Warte, noch irgendwas. Und Schwefelschlott. Okay. Ja. Ich würde heute mal das hier holen. Und dann gucken wir mal, ob uns dann schon mal zu einem Schwefelpunkt, Schwefelpunkt, einen Sammelpunkt. Ach, Mann. Das ist zu uns ein, zu einem Sammelpunkt. Meine Güte. Ja, danke, du Arsch. Stay put. Mann, fahr doch! Okay. Ja, da fängt schon mal das Video sehr schön an. Ja! Übersteuert. Toll. Oh, den habe ich. Wo ist der hingeflogen? Ja, weg. Anscheinend. Okay. Dann, Freunde, wollen wir mal weiter, ja? Weil ich will hier rein. Bitte einmal die Türe öffnen. Das Probeeinsatzkommando ist da. Hallo. Einmal bitte die Türe öffnen. Wo sind Sie denn alle? Hallo, hey. Ich möchte Ihnen was verkaufen. Was ist los? Oh. Da will wohl jemand schlafen, hä? Okay. Das kann ich Ihnen gerne vorbeibringen. Eine schöne Einschlafhilfe. Oh, da wollen ja noch mehr Einschlafhilfen, oder? Na komm. Kannst du gerne kriegen, ey. Ja, reicht. So, und zack. Ich wünsche Ihnen eine angenehme gute Nacht. Das macht dann bitte, wenn Sie aufstehen, 125 Schrott bitte. 1200 Schrott. Passt auch. So. Zerbrechen. Perfekt. Ah, hier ist ja schon Schrott. Ach, schön. Das reicht aber bestimmt nicht für die Bezahlung. So. Kopfbücher auffüllen. Dankeschön. So, dann zum linken Ohr ist noch jemand. Irgendwo hier. Ah, hier ist ja nur bloß noch Schrott. Mann, jetzt habe ich die Waffe wieder fallen lassen. So, nehme ich gleich noch mit.
Wo genau ist hier jemand? Ach, hier ist aber eine Tür. Dann machen wir die mal auf. Und dann gucken wir mal. Hallo? Ey. Das ist so unfair. Dafür kriegt er erstmal auch ein. So. Und zack. Alter. So. Ich bin hier nur ein freundlicher Mitarbeiter von Service Probel Einschlafhilfe. Und sie hauen mir einfach auf die Schnauze. Meine Güte. Es reicht auch. Hä? Reicht dann auch mit deinem Rumgeklopfe. So, mal gucken, wie ich dich da runterkrieg. Also, schade. Wo hängst du denn dran? Ah, hier. Ja, wie wär's, wenn du einfach die Klappe hältst? Danke. So, haben wir noch eine Dose Essen? Aber die bringt mir jetzt nichts. Weil ich volles Leben habe. So, oh, das ist noch so ein Insignien-Dings. Das nehme ich gerne noch mit. Oh, wir haben schon wieder so viele Punkte, Leute. Es wird, denke ich, Zeit, Ölbrunnen. Jawohl, wir können das endlich bauen. Es wird Zeit, dass wir wieder hingehen. Zum Ödländer, Freunde. Zum Ödländer. Also, mir fehlt noch einmal Schrott. Hat das jemand von euch? Mist, das wollte ich nicht. Nein, das auch nicht. Und noch ein Insignie fehlt. Ein Insignie. Bitte, ich brauch doch ein Insignie. Aber wo, Freunde, aber wo? Also ganz ehrlich, solche Spiele machen schon richtig Bock. Also mal gucken. Nachdem, es gibt ja noch viele Mad Max Teile, habe ich gesehen. Mal gucken, vielleicht zocken wir da erstmal Mad Max weiter. Oder wir zocken dann mal Batman. Also, leider, aber ich will damit jetzt aber jetzt noch nicht fokussieren. Weil ich erstmal das spielen möchte. Bitte nimm die Munition. Munitionsgürtel ist voll. Das ist ja nicht gut. Die nehme ich. Junge. Denn hier der Schrott? Hä? Schrott. Ayu in der Schrott. Ach ja. Benötigt Explosion. Naja, das könnte man auch gleich mal machen. Abort, Leute. Abort. Was war das? War das nicht auch so ein Explosionsstab? Ja. Okay. Dann gehe ich mir wieder meinen schönen Einschlaf, meine Einschlafhilfe holen. Freunde. Komm. So. Aber das ist wichtig, Freunde. Einschlafhilfe ist immer wichtig. Also, am meisten die Leute, die nicht einschlafen können. Ich kann euch ja mal ein Beispiel zeigen. Moin! Probel Institute Einschlafhilfe. Ich habe gehört, ich darf ihnen helfen beim Einschlafen. Okay. Und zack. Und zack. Also der schläft ein bisschen länger, Leute. Und klein nochmal ausgeholt. Passt. Ja. Also wie gesagt, Einschlafhilfe.
Warte mal. Zerbrechen. Ölpumpe. Brauch eine Explosion. Okay, hab ich das nicht gerade kaputt gemacht? Doch. Okay. Na, das ist ein Insignia-Ding. Insignia-Ding. Okay, gut. Nicht so schön. Hier ist noch irgendjemand, der nicht schlafen kann. Irgendwo. Irgendwo da unten. Ja, gut. Auf jeden Fall bin ich's nicht. Ich schlafe jetzt erstmal ein bisschen länger. Nein, nein, ich bin da runtergefallen. Wie dumm. Wie dumm. Mann, Probel, du bist doch blöd. Need to fill up on water. Okay. Aber zum Glück habe ich ja alles noch. Alles gut. So. Jetzt einfach herunterklettern. Zack. Und gucken, wo hier jemand ist, der Einschlafhilfe braucht. Den Kanister nehme ich mit. So. Oh. Ja, dann zünde ich ihn an und renne einfach weg. Leute, es ist witzig. Bums! So. Na gut, haben wir noch nicht 100%, aber das werden wir jetzt gleich kriegen, denke ich. Sobald ich das eine Schrott hier eingesammelt habe. Dann ist 100%, Freunde. Geil. Geil. Also Leute, Probes Einschlaftipps. Hilfe. Ist eine tolle GmbH, Leute. Könnt ihr gerne jederzeit anrufen, wenn ihr nicht einschlafen könnt. So. Ein bisschen schneller, Max. Vielleicht geht's nicht schneller. Mann, ey. So. Dann, liebe Freunde. Machen wir weiter. Wir haben jetzt die Teile bekommen. Und, könnten das hier noch machen. Da hätte ich auch Bock drauf. So. Oh, ja, ich dachte jetzt gerade. Was ist denn hier los? Was ist das? Okay. So, dann fahren wir einfach mal zum nächsten Punkt. Und nimm das mal noch ein, Freunde. Ich brauche den Schrott hier. Na? Oh, das Wolverine, Leute. Das Wolverine und zweimal Wolverine. Oh, Junge. Reicht doch. Junge. Beine sind verboten. So. Und zack, komm. Oh, da ging ja schnell schlafen. Ist er auch so schnell schlafen? Zack. So. Ja, Leute, das wird krass. Ich denke, nächste Folge werden wir nochmal zum Ödländer machen. Hm, werden da wieder einlösen. Noch so ein Bild. Okay. So, da haben wir das auch.
Dann clearen wir noch diesen einen Außenposten da. Ich habe mich erstmal jetzt gar nicht so getraut, aber jetzt klappt. Ich liebe das ja, so Außenposten zu machen. Meistens so bei Far Cry. Mensch. Zack. Abfahrt. Und zack. Achso, ja, das lässt ja was fallen. Ich hab schon wieder vergessen. So. Hallo, gib mir das Schrott. Bitte. Danke. So, auch nicht, leider nicht so viel, ne? Also wir müssen halt wirklich Außenposten einnehmen, sonst kriegen wir den Schrott, ne? Ja, werden wir machen, Freunde. Abfahrt, wir machen doch schon. Oh, das sieht aus wie ein großes Dings. Hab mich aber noch nicht gesehen, Mensch. Mach doch nicht so einen Stress jetzt schon. Ah doch, der eine hat mich gesehen. Alter. Was klingt so? Ah! Mein Auto hat sich verbuggt. So, bleib liegen. Okay. Oh Gott. Abfahrt einfach rein, denke ich. Schwach eingeschränkt, Explosion. Okay. Machen wir einfach. Ich muss es auch anzünden. Nein. Au! Eingeschränkte Explosion? Was will der von mir? Oder das? So Leute, Abfahrt. Müssen wir aufpassen, dass der Sniper mich nicht in die Pfoten kriegt. So Leute, Probeleinschaft GmbH. Es ist ja viel, die Leute hier, die nicht einschlafen können. Hat ja lange gedauert, bis jemand mal an... So. Ja. Passt schon. Aua, 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 aua. Nicht gut. Komm her. So, Probeleinschlaftipps helfen zu 100%. So, wie gesagt. Ich weiß auf jeden Fall, wie die Folge heißt. Ja, Transfertank. Super. Wieder so ein Mist, wo ich mich selbst in die Luft jage. Weil, so. Weil Max nicht keine Einsicht hat, das doch mal loszulassen. Ja, gut. Weiter geht's. Okay, das teilt dann irgendwie nicht an. Da ist so eine Insignie. Aber wie krieg ich die denn? Ja, ich geh erstmal da hoch. Hoffnung, dass da irgendwie der Sniper ist, den ich da wegmachen kann.
Warte mal, ich gehe doch erstmal nochmal hier runter. Ah. Fuck. Can you see it? Yes. I can see. Und nicht so viel. Aber Hundefutter habe ich gesehen. Ja, schmeckt auch. Bäh. Bisschen schleimig und warm. Oh, das sind die Bauteile. Speckgut, das ist sehr gut. Wenn ich jetzt hier runterfall, ne? Dann ist vorbei. Dann ist vorbei mit dem Golden Probe, Leute. So, Kanister nehmen. Entzünden. Und fallen lassen. Gut. Das hat auch geklappt. Jetzt los. Mal schreiten hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nicht gut. Ja, ich muss erst den Sniper wegkriegen. So, komm. Leg dich, geh schlafen. Ist einfach runtergefallen da. Das ist nicht gut. So, und hier ist auch so ein Warkarrier. Warkarrier, wie der ist. Der macht Zeug auch nicht besser gerade. Ah! Oh Gott, oh Gott. So, jetzt. So, Robits Einschlaftipps. Wir werden jetzt erstmal kurz ein bisschen brutaler. Aber Leute, das passt schon. Oh Gott, hau ab, du Penner. So, gute Nacht, mein Bruder. Auch wenn es ein bisschen schmerzhaft war. So. Hi. Nee, das mach ich nicht. Wo bist denn du dran verbunden? Ach, da. Okay, mach's gut. Ciao. So. Das sah jetzt erstmal gar nicht so gut aus, weil ich erstmal voll auf den Sack gekriegt habe. Ich muss erstmal zur Sicherheit was trinken, wenn ich nicht schon wieder irgendwie, Dings hier. So. Gut. Dann zünde ich das an. Lass es fallen. Jawohl, das hab ich. So, den Schrott nehmen wir auch mit. Also es sah jetzt echt nicht gut aus, ne? Das. Ich wäre jetzt wirklich fast drauf gegangen. So. Das muss ich irgendwie so machen. Okay. Gib auch aufbrechen. So, hier haben wir noch so eine Insignia. Das ist auch schon mal sehr gut. So. Haben wir noch Schrott? Ich brauche 11 Schrott sind ja, ey. So, jetzt auch nochmal Schrott. Auch sehr gut. Ich gucke jetzt, wo
ich hin muss. Okay. Explodier mal. Hier ist nichts. Oben ist auch nichts. Ach, hier oben könnte noch was sein. Ja, da habe ich was aufblitzen sehen. 7 Schrott. Da geht es ja noch hoch. Ah, ich muss sagen, der Sniper, der hat mir echt schon ein bisschen... Der hat mir gerade echte Nerven geraubt. Es hätte auch zu spät sein können irgendwann. Ah, hier ist... Ach, guck mal, da unten... Ach, da geht es ja noch weiter, oder? Oder ist das was anderes? Nee, davon kam ich. Ach nee, ich kam von da. Ja, kam doch von hier. Mann. Also muss ich da lang. Ja, und ich höre ja schon jemanden. Das heißt... Rubbels Einschlaftipps. Eine weiche Matratze, Leute. Ich habe viele weiche Matratzen. Gastanks. Dann nehme ich den Kanister jetzt, bind ihn an und renn weg. Jawohl! So muss das. Dann zieh! Juhu! Oh. Kurz nochmal strecken. 80%. Ja. 80% sind gar nicht so gut. Wie gesagt, mir fehlt halt noch der Schrott. Wäre schön, wenn er sich jetzt noch irgendwie einfinden würde. So, einfach hier runter. Guck mal hier. Hier ist nichts. Außer wo man Wasser auffüllen kann. Ja, ist zwar nicht so viel drin, aber wenigstens etwas. So. So, dann normal. Fällt vielleicht noch irgendwas? Oh, das Money. Die nehme ich gerne. Die Money. Money. Munitiones. Ah, das sind die zwei Schrott, die ich noch suche. Oh, nee. Das waren ja bloß zwei Schrott. Nicht gut. Benzinkanister. Okay. Ja, dann ist gut. Wenn man jetzt nicht gleich finden, ist auch nicht schlimm. Ja, Freunde, wir haben es schon relativ. Wir haben jetzt hier fast nichts mehr, ne? Was wir mal ausdingsen können. Außer das hier, Schrott. Und ja, dann haben wir hier schon ein bisschen was.
aufgedeckt. Wird, denke ich, nächste Folge schon bitte Hilfe, ich kann nicht mehr richtig sprechen. So, boah, guckt euch Max an, Leute. Krass. In der nächsten Folge werden wir weitermachen. Da werden wir dann zu... So, holen wir noch das hier. So, da werden wir weitermachen, wo wir aufgehört haben. Nämlich, da werden wir dann zum Ödländer gehen. Und ja, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen da lassen, ein Abo und ein nettes Kommentar schreiben. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Propel.